Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir sind hier wieder bei den Fragen und Antworten zu Escape from Tarkov. In den letzten Parts, meine Freunde, haben wir im Endeffekt die Fragen 100 bis 140 durchgenommen. Also schon eine ganze Menge. Und ich denke, da wird auch schon die eine oder andere Frage dabei gewesen sein, die ihr vorher noch nicht beantwortet bekommen habt. Es wird auf jeden Fall noch ein Part kommen, das kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen. Und vielleicht kommen ja im Endeffekt noch ein paar Antworten bei den Entwicklern in der Zeit dazu. Und dann folgen natürlich noch mehr Parts. Ja, liebe Freunde, genug gequatscht wieder an der ganzen Sache. Das Datum der Alpha rückt immer näher. Und ich lege direkt mal mit der Frage 141 los. Werden Alpha- und Beta-Tests in Steam oder in einem separaten Spielclient durchgeführt? Ja, liebe Freunde, das wird natürlich in einem separaten Spielclient durchgeführt, der uns von Battlestate dann im Endeffekt zur Verfügung gestellt wird. Frage Nummer 142. Werden die Clans oder Gruppen fraktionengebunden sein? Also liebe Freunde, höchstwahrscheinlich wird es mehrere Arten von Clans geben, natürlich fraktionsbasiert. Frage Nummer 143. Wie viele Spieler kann ein Clan oder eine Gruppe haben? Also es wird keine engen Grenzen in der Clangröße geben, meine Freunde, aber die Raid-Gruppe wird auf jeden Fall aus maximal 5 Spielern bestehen. Frage Nummer 144. Wie sieht es in Bezug auf ein Anti-Hack-System aus? Ja, die Entwickler werden 2 Anti-Hack-Systeme nutzen, die beide zur gleichen Zeit arbeiten werden. Frage Nummer 145. Wird es einen Map-Editor geben? Nein, meine Freunde, die Entwickler haben nicht vor, einen Map-Editor mit in das Spiel zu implementieren. Frage Nummer 146. Wie funktioniert das Leichensystem? Also es gibt auf jeden Fall keinen Respawn. Man hat also nur ein Leben, um durch einen Raid zu kommen. Beim Raid-Anfang werden alle Spieler gleich weit voneinander entfernt sein. Spawnzonen zu überwachen wird also nicht möglich sein, da alle Spieler gleichzeitig spawnen. Frage Nummer 147. Können Händler miteinander im Konflikt stehen? Ja, also liebe Freunde, wenn wir von einem Händler kaufen, kann es natürlich sein, dass ein anderer Händler darüber nicht sehr erfreut ist. Und wir könnten dann miteinander auf persönlicher und geschäftlicher Ebene Konflikte dann mit den Händlern haben. Frage Nummer 148. Werden Händler nur bestimmte Waren anbieten und annehmen oder alles? Also jeder Händler ist einzigartig. Er kauft und verkauft eine bestimmte Palette von Waren und bietet halt auch spezielle Dienstleistungen. Frage Nummer 149. Welche Art von Missionen werden die Händler geben? Also die Händler werden verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Datenerfassung, Suche nach Objekten, Auftragskills und Standortentdeckung und so weiter im Endeffekt uns geben. Frage Nummer 150. Wird es außerhalb des Raids ein gemeinsames Clanlager geben? Ja, meine Freunde, es wird ein gemeinsames Clanlager geben, das haben die Entwickler auf jeden Fall bestätigt. Frage Nummer 151. Kann die Gruppe Teile innerhalb eines Raids tauschen? Also liebe Freunde, Gruppenmitglieder können Elemente tauschen, indem sie aus dem Inventar entfernt und auf den Boden gelegt werden, ganz normal. Frage Nummer 152. Unter Berücksichtigung der First Person und der Third Person, was wird der Hauptmodus sein? Ganz klar First Person, liebe Freunde. Third Person wird ziemlich selten sein und nur auf separaten Servern und nur auf bestimmten wird dann auch noch der Fortschritt gespeichert. Frage Nummer 153. Wird das Spiel für SLI oder Crossfire optimiert werden? Dazu sagen die Entwickler, dass das erstmal die Tests zeigen müssen. Frage Nummer 154. Wie wird das Versteck aussehen? Also das Versteck hat auf jeden Fall ja natürlich den Stash und das Stash ist ja eine Reihe von Slots, in denen wir Sachen ablegen können und das halt gerade außerhalb des sozusagen In-Game-Modus bzw. der Kampfzone. Das heißt also im Menü oder in der Lobby. Frage Nummer 155. Wie wird der Blutdruck den Charakter beeinflussen? Also wenn wir zum Beispiel dauerhaft hohen Blutdruck haben oder schwere Blutung, werden wir natürlich dadurch Kopfschmerzen und so weiter bekommen, das dann natürlich irgendwie das Sichtfeld und unser Handling vom Charakter beeinflusst. Frage 157. Werden die Entwickler die Handelspreise in irgendeiner Weise verwalten oder beeinflussen können? Also der Markt wird im Spiel auf allen Wegen gleich sein und die Entwickler haben auf keinen Fall die Absicht, die Preise zu manipulieren. Frage Nummer 158. Sind Allianzen zwischen Gruppen und Clans möglich? Ja, das steht unter den Entwicklern selbst immer noch zur Diskussion, liebe Freunde, also haben wir da noch keine genaue Antwort. Frage Nummer 159. Ja, diese Frage ist etwas doof gegriffen, finde ich. Wird die Beta nach dem Spielrelease verfügbar sein? Ja, liebe Freunde, dazu sagen die Entwickler nein. Ich würde aber auch keinen Grund dazu sehen, die Beta weiter online zu lassen, wenn das Spiel fertig released ist, oder?
ab in die Comments. Die Frage war eigentlich total dämlich. Und schlussendlich die Frage Nummer 160. Wenn im Endeffekt die Spieler ihre eigenen Preise für die ganzen Einzelteile und so weiter verwalten können und so halt auch einige Elemente natürlich unglaublich billig machen könnten, wird das nicht irgendwie schwierig, gerade was das Wirtschaftssystem angeht? Also dazu sagen die Entwickler, dass die Wirtschaft in Escape from Tarkov so funktioniert, wie die Wirtschaft halt auch hier draußen im Real Life eben so ist. Denn Angebot und Nachfrage bestimmen ja immer den Preis und wenn etwas selten ist, ist natürlich klar, dass dieses Item von demjenigen nicht unbedingt günstig angeboten wird. Wenn er es natürlich trotzdem tut, ja, ist er selber schuld, weil diesen Item wird es dann natürlich so oft ja nicht zu sehen geben und derjenige hat dann leider Gottes gutes Geld verprasst. Ja, meine Freunde, das soll es mit diesem Part auch erstmal wieder gewesen sein. Der nächste Part soll natürlich nicht lange auf sich warten lassen, auch wenn das vermutlich der letzte wird, wenn ich das hier richtig sehe von den Fragen her. Aber liebe Freunde, es ist ja bald soweit, wir müssen ja dann gar nicht mehr so lange warten und dann ist endlich im Endeffekt die Alpha da. Und dann geht's ja natürlich ab, dann wird gezockt, was die Hulle hergibt. Und ja, meine Freunde, ich bin natürlich mit dabei beim Hardcore-Suchten. Und ich hoffe auch einige von euch, natürlich hoffe ich auch wie immer, dass einige Fragen dabei waren, die ihr bisher noch nicht beantwortet bekommen habt. Und tja, falls euch das Video gefallen hat, meine Freunde, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls nicht, wie immer, konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich diskutiere da gerne mit euch. Und ja, meine Freunde, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.